Ich bin Bruder Hermann aus München, selbstständig im Baugewerbe und liebe das Thema Leben mit Gott. Und so heute auch, haben wir uns heute schon entschieden. Warum sind wir heute hier? Und Erfahrungen ist unser Leben. Am 22. Juli, in 22 Tagen, jährt sich etwas, was ich live mitbekommen habe, als mit einem Verkäufer am Georg-Brauchlering in München bei einer großen Tankstelle mich getroffen habe und habe eine Baumaschine gekauft. War mit dem LKW unterwegs, Tieflader, stell den so auf einer zwei-, dreispurigen Straße ab und war an der Tankstelle mit ihm und machte meine Geschäfte. Und auf einmal kommt jemand reingelaufen und weint. Erst hat man gedacht, unahnend, bisschen hysterisch, naja, Problem, warum auch immer, ist was passiert zu Hause. Und dann waren es zwei, dann waren es drei, dann waren es fünf. Die ganz aufgebracht in die Tankstelle kamen und haben da gestrukuliert und haben gesagt, was los ist und wir wussten ja von nichts. Am 22. Juli war ein Anschlag vor zwei Jahren in München, Olympiapark, Olympiastadt, Olympiadorf. Und wenn du sowas live miterlebst, 500 Meter Luftlinie, und du bist da dort und du denkst, bist im verkehrten Film. Und auf einmal kam ein Blaulichter angefahren, sehr schnell. Und ich habe in meinem Leben noch nie so viel Blaulicht auf einem Haufen gesehen. Und dann mussten wir alle weg. Und als wir registriert haben, um was es geht, dass jemand Jugendliche umgebracht hat und sich dann selbst gerichtet hat, da konnte man nichts tun. Weil aber jemand schon mal erlebt hat, du bist da und kannst nichts machen. Du bist hilflos und du stehst da und du willst an sich etwas unternehmen und du darfst nicht. Und du kannst nicht und du sollst nicht. Eine Situation, die man das Leben nicht mehr vergisst. Geht es uns manchmal auch so im Alltag, dass wir hilflos gegenüberstehen unserem Alltag, dass uns der Alltag überrollt und wir manchmal gar nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Wir sind hier von Kind bis zum hohen Alter hier in dieser Gemeinde und ich denke, jeder muss seine Erfahrungen machen. Warum sind wir heute hier? Der vorgelesene Text aus Matthäus 24, ab Vers 38. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging, und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und sie alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohns des Menschen sein. Ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise durch den Alltag. Ich möchte euch mitnehmen in die Zeit heute, wo wir sind. Kann es sein, dass wir mit manchen Dingen unzufrieden sind? Dass wir Probleme haben, dass heute früh vielleicht Stress war zu Hause, dass wir Erwartungen haben und in welcher Welt leben wir? Gestern Nachmittag habe ich auf einer Baustelle nach einem Polier gerufen und habe wahrscheinlich zu ernst geschaut. Aber er hat sich gleich so aufgeregt, dass er mir ans Leder wollte. Da habe ich gesagt, auf dieser Ebene bewege ich mich nicht. Wie leben wir heute? Kennen wir das, was das heißt? Ellenbogentechnik, Mobbing, Ausbremsen, den anderen übervorteilen.
In welcher Welt leben wir? Wenn wir auf den Text eingehen, wird uns ja berichtet, denn wie es in jenen Tagen vor der Flut waren, in den Tagen Noahs, wie war es denn da? Wir haben im 1. Mose Kapitel 6 aufschlagen. 1. Mose Kapitel 6 ab Vers 9. Wie war denn Noah? Im 1. Mose Kapitel 6 ab Vers 9 wird uns berichtet, Noah war ein gerechter Mann, untadelig war unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Ich möchte mal einen Vergleich schließen. Wenn wir mal schlafen gelegt werden und die Nachwelt über uns aussagen könnte, er lebte mit Gott. Wäre das nicht eine Aussage? Wenn jemand über dich sagen könnte und mich sagen könnte, er lebte mit Gott. Wenn er auf unserem Grabstein stehen würde, eigentlich bräuchte man keinen. Denn unsere Hoffnung, unser Glauben, unser Wissen ist etwas anderes. Ich sage immer da, ich liebe Wald und die mich kennen, die wissen es, dass ich mit Holz gern umgehe, am liebsten vom Baum erschlagen und da vergraben und lass gut sein. Denn wir wissen was? Wir haben eine ganz andere Hoffnung. Was ist unser Leben? Wo fängt denn dein und mein Leben an? Ob hier 60, 80, 100 Jahre, mein Leben fängt nicht hier an. Ich möchte zur Ehre des Herrn sagen, mein Leben mit 80 Jahren bin ich nicht zufrieden. Ich bin nicht Mathematiker, aber Milliarden Jahre, wie viele Nuller hat es denn? Da geht es ja hier auf die Schule, manch einer kann es nicht zählen. Aber das ist doch was wert. Und wenn gesagt, getan, trotzdem ein Grabstein aufgebaut wird, aufgestellt wird, wäre es nicht ein Leben gewesen, wenn jemand über dich, über mich sagen könnte, er lebte mit Gott. Über Noah konnte es gesagt werden, Noah lebte mit Gott. Und im Vers 22, und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er. War das damals nur bei Noah? Wenn wir den Vergleich schließen in der heutigen Zeit wie damals bei Noah, waren die auch umtriebig, haben die auch nicht ein Niveau gehabt, haben die auch gewusst, wie man so ein großes Boot baut, haben die auch Technik nicht gehabt, waren das nur 100.000 Leute? Es wird ja die Menschenpopulation auf Milliarden hochgerechnet, auch der damaligen Zeit. Also war es auch eine Menge. Und da lasst uns mal die Frage stellen, hat die Mehrheit die Weisheit oder der Einzelne oft gehabt? Wenn du von Noah anschaust bis heute, war die Weisheit immer bei der Masse. Wenn 1 Milliarde Menschen das Essen, das Trinken, an welchen Tag in die Kirche gehen, Urlaub fahren und dies und jenes erleben oder was anschauen, ist das immer das Beste? Mal darüber nachdenken. Oder waren nicht immer Einzelne, die der Herr berufen hat, die er gesagt hat, geht voran? Ich weiß noch, wie hier damals ein Feld war. Jetzt rutschen wir ein Stückchen weiter gegenüber von dem Bach, der trocken ist, und da würden wir einen großen Kahn bauen, liebe Kinder. Wir würden etwas machen, was die Gegend hier nicht kennt. Zum Glück kennen die Leute noch Flut und zum Glück kennen sie noch Regen. Aber damals war nicht mal das bekannt. Es war nur was in der Früh? Kinder? Tau. Das Land war feucht und nass. Da gab es keinen Regen und keine Flut nicht. Kein übertretender Fluss, Hochwasser. Und dann wären wir bereit, weil wir eine Aufgabe haben und bauen gegenüber von hier einen großen Kahn. Was würden wir dann denken? Wenn heute einer von uns hier bereit wäre, etwas zu machen, was nicht üblich ist,
Wenn ich denke, der hat es nicht alle. Bei uns in der Gegend musst du aufpassen, wenn so ein weißes Wägele kommt mit so einem blauen Licht und dich abholt und irgendwo hinbringt. Kennen wir das auch? Da bist du nicht allzu schnell da dort. Sind wir noch bereit, das, was wir glauben, das, was wir sind, auch zu bezeugen? Eine meiner Lieblingsfragen sind dieses: Sind wir heute noch bereit, den Fuß ins Wasser zu setzen, ohne zu wissen, ob das Wasser auseinandergeht oder nicht? Ich habe mir schon oft nasse Füße geholt. Aber ein Motto trägt einem schon: Never, never, never give up. Geben wir auf? Der Herr möge mir verzeihen für Dinge, die ich verkehrt gemacht habe. Für Dinge, wo ich jemand zu arg auf die Füße getreten habe. Aber bin Gott dankbar für jede Erfahrung, die ich machen durfte, für eine Ausbildung im Leben. Wenn wir jetzt nicht bereit sind, uns auszubilden lassen vom Herrn, wann denn dann? Nehmen wir das an, wo wir momentan sind? Wenn du hier Schüler bist, Student bist in Bogenhofen, ist manchmal nicht ganz so angenehm. Ich durfte auch zwei Kinder hier mit begleiten von meinen und war nicht immer alles ganz so, naja, dem einen fiel es leichter, dem anderen nicht so. Und manchmal macht man es auch mit den Eltern, oder? Dass man hier ist. Aber ich gebe euch einen Tipp. Da, wo Gott uns hingestellt hat, nehmen wir das Leben an und leben es. Wenn Gott mir eine Aufgabe gegeben hat, und beim Noah sind, einen Kahn zu bauen, nehmen wir die Aufgabe an, ein Boot zu bauen, wenn der Herr uns bewusst gemacht hat, es ist notwendig. Wenn der Herr uns bewusst gemacht hat, eine Predigerausbildung, ein Gymnasiumabschluss. Und momentan darf ich 4 Kinder zur Ehre des Herrn haben, und sind gerade in der Ausbildung, schmeißen wir die Ausbildung hin, machen wir was anders, machen wir zu Ende, ist nicht einfach. Möchte ich wohl verstehen. Auch die Gedanken durfte ich als junger Mensch mal haben, ob ich meine Ausbildung zu Ende mache oder nicht. Aber wisst ihr, wie wichtig ist, mal etwas auf den Punkt zu bringen, mal festzuhalten und was zu Ende zu bringen, eine Kontinuität zu zeigen und nicht immer sagen, wenn was nicht passt, Schublade auf zu. Wie ist heutige Denken? Wenn irgendwas einem nicht passt, was machst du dann? Schublade auf, Schublade zu. Ich durfte mal einen Mitarbeiter haben, der hat vor Jahren, in einem Jahr, alles umgekrempelt. Ein Weltmensch. Der war unzufrieden mit der Arbeit, Arbeitsplatz gewechselt. Unzufrieden mit der Frau, leider Frau gewechselt, muss man schon bald sagen. Unzufrieden mit dem Wohnort, Wohnort gewechselt, sein LKW verkauft, einfach alles umgekrempelt. 2 Jahre später hat er mir wieder angeklopft und hat gefragt, ob er wieder anfangen darf, als LKW-Fahrer. Ich habe gesagt, ich habe nichts dagegen und habe dann nach einer Zeit mit ihm mal gesprochen und habe ihn gefragt, was hat denn das gebracht, dass du in einem Jahr alles über Bord geschmissen hast. Deine Ehe, dein Wohnort, dein Job, alles. Wisst ihr, was er geantwortet hat? Nichts. Hat nichts gebracht. Denn er ist bis heute ein unzufriedener Mensch, weil er keinen Halt nicht hat. Er lebt einfach einen Tag hinein, wenn was nicht passt. Man muss immer sehr vorsichtig sein. LKW-Fahrer sind Mangelware. Ganz lieb. Und bis heute ist es so, wenn irgendwas nicht passt, Schublade auf, Schublade zu. Ich wechsle. Damit ist es nicht getan. Wann sind wir bereit, so wie Noah, voranzugehen, zu stehen? Und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er. Wissen wir denn nicht, um was es geht? Eine Fangfrage. Liebe Kinder, aufgepasst.
Wusste Noah vorher, wann die Flut kam? Nein? Wie viele Tage vorher wusste Noah, dass die Flut kommt? Lasst uns mal lesen. 1. Mose 7, Kapitel 7, Vers 4. Im 1. Mose, Kapitel 7, Vers 4. Im Vers 4 steht, dennoch 7 Tage, dann lasse ich auf die Erde regnen 40 Tage und 40 Nächte lang und lösche von der Fläche des Erdbodens alles Bestehende aus, das ich gemacht habe. Und Noah tat nach allem, was der Herr ihm geboten hatte. Wissen wir es jetzt? Wie viele Jahrzehnte vorher hat er einen Auftrag bekommen? Und wann wusste er es genau? 120 steht geschrieben. Sehr viele Jahrzehnte. Sind wir auch bereit, diese Jahrzehnte auf was zu warten? Sind wir auch bereit, ein Jahr, einen Monat, eine Woche auf etwas zu warten? Sind wir bereit, 3-4 Jahre Schule durchstehen? Sind wir bereit, eine Ausbildung zu machen? Oder muss ich, es gefällt mir nicht, der Professor, der Lehrer, der ist nicht meiner. Also tschüss, Eltern, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Wie sind wir denn unterwegs? War Noah bereit, eine Fiktion auszuleben, die es noch nie gab? Kein Wasser in Form von Regenflut. Und ich baue hier in Bogenhofen hinter dem Bach einen Kahn. Noch was Interessantes. So kleine Lebensepisoden, Geschwister und Freunde. War Noah unterwegs, hat denn gebettelt? Putt, ich brauche Geld. Hat er gesammelt? Steht da irgendwas drin? War er nicht bereit, sein eigenes einzusetzen, sein Wald abzuholzen, seine Mitarbeiter einzusetzen, für was? Für das Werk des Herrn. Wir wären heute alle nicht hier, wenn nicht ein Mensch, eine Familie, 2 Familien, bereit gewesen wären, keine Yacht zu kaufen, keinen dritten Ferrari sich zuzulegen, sondern was zu machen? Sich einzusetzen, Geschwister. Heute früh, verzeiht es mir, aber ich bin ein bisschen direkt, aber es gehört zu mir. Heute früh bin ich hierher gefahren worden und die Schwester hat festgestellt, wo sind denn hier die Blumen? Wenn man so herfährt, da gibt es so einen kleinen Weg und die Straße und dazwischen drin, wo sind denn die schönen Büsche? Wo sind die Blumen? Wäre sich eine Aufgabe von jemandem, der sagt, okay, ich setze mein eigenes Geld ein und kaufe hier Blumen und pflanze sie. Und wenn irgendjemand da drüber getreten ist, bin ich nicht gleich sauer, sondern ich mache wieder neue rein. Und wenn eine Woche wieder die Blume kaputt ist, mache ich wieder eine rein. Wäre das nicht eine Aufgabe? Eine Aufgabe, bereit zu sein. Denn unsere Vorfahren waren wohl bereit, was in Möglichkeiten stand. Nicht jeder ist für alles geeignet. Aber waren bereit, selbst ihre Habe einzusetzen für den Herrn. Und oft hört beim Geld die Freundschaft auf. Da, wo ich herkomme, aus München, gibt es eine Schwester, die kann nicht mehr missionieren gehen. Die kann auch nicht mehr, weil sie nicht das sieht, irgendwas unternehmen in der Gemeinde unterstützen. Aber sie ist auch sehr alt schon. Aber wisst ihr, was die kann, was die macht? Sie ist die betende Seele einer Gemeinde. Sie hat eine Liste von all den Kindern in der Schule, von den Kindern, von den Eltern, von jedem und betet täglich für jeden. Und eine betende Gemeinde ist eine siegende Gemeinde. Und wir hätten auch nicht so viel Segen in der Schule, wenn nicht jemand dafür so einstehen würde. Und dem Herrn sei Dank. Wenn nichts mehr geht, aber das geht immer.
Es heißt nicht, dass jeder alles muss, dass jeder alles kann. Nicht jeder kann an Holz einen Wald abschlagen und einen Kahn bauen. Nicht jeder kann hier wo seine Mittel einsetzen. Okay. Aber eins kann man wohl: beten. Und dem Herrn sei Dank für diese betende Seele. Noah war ein Mann, der nicht gefragt hat, jetzt kommt die Urlaubszeit. Wenn ich in Urlaub fahre, nichts dagegen, schön. Aber machen wir Urlaub auch von Gott? Jeder darf in Urlaub fahren. Nur machen wir auch Urlaub von Gott? Können wir auch Gott mit unserem Urlaub mitnehmen? Bin ich auch bereit? Schreib mal da rein. Kennen wir das? Was ist das? Glowflyer. Schleichwerbung. Sind wir auch bereit, im Urlaub den Herrn mitzunehmen? Sind wir auch bereit, das, was ich Ihnen bin, auch zu bezeugen? Bin ich bereit, mein Leben auch weiterzugeben? Noah war es. Wir haben auch eine Verheißung, die wir auch noch mitnehmen wollen in dieser Geschichte Noahs. In 1. Mose Kapitel 8, Vers 21 und 22. Und hat es diese Jahrtausende von damals bis heute auch angehalten? 1. Mose Kapitel 8, Vers 21. Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen um des Menschen willen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Von nun an alle Tage der Erde sollen nicht aufhören. Hört, hört. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das heißt nicht, dass er die Flut nicht geben darf. Aber eine weltumspannende Flut gab es seitdem nicht mehr und wird es auch nicht mehr geben. Brauchen wir Angst haben? Wollen wir nicht uns genauso wie Noah auf die richtige Seite uns stellen? Noah war bereit mit seiner ganzen Familie. Und da gehört noch etwas dazu. Wenn damals sehr viele Menschen gab, Populationsberechnung auch Milliarden, wie viele Leute sind denn übrig geblieben? Eine Million? Nein, Kinder, wie viele waren es denn? Hallo? Wie viele Kinder waren es denn? Wie viele Menschenkinder? Also er war schon mal dabei, oder? 8. Sehr gut. 8 Menschenkinder. Müssen wir verzagt sein, wenn immer alles so klappt, wie wir uns vorstellen? Wir wollen doch immer Erfolg haben. Wenn wir von Tür zu Tür gehen, was verteilen, da muss doch gleich was rühren. Dem Herrn sei Dank, dass heute eine Taufe sein darf. Finde ich schön. Aber muss immer alles zum Erfolg sein? Was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist zu verteilen, zu geben. Der Herr konnte nur dadurch segnen, weil er bereit war, was? Alles, was er war, ist und sein zu geben, zu einzusetzen für den Herrn. Was wäre mit uns, wenn das Denken in unseren Köpfen so wäre wie bei Noah? Manchmal bräuchte man so einen Ruck, oder? So einen Ruck, dass wir verstehen, jetzt ist es soweit. Ich vergleiche es immer mit dem, ganz einfach. Wenn wir eine Sekunde nur einen Blick haben dürften in den Himmel, eine Sekunde, hätten wir da noch eine Frage? Dann wäre doch alles klar, oder? Wenn wir eine Sekunde in den Himmel schauen dürften und wüssten, dass es so wäre, mein Holzkopf, dann wäre doch keine Frage mehr, oder? Haben wir denn nicht mehr als eine Sekunde? So steht geschrieben. Haben wir nicht mehr die Weltgeschichte? Haben wir nicht mehr die Erfahrungen, die wir machen dürfen? Ich bin Gott dankbar für jede Erfahrung, die ich machen darf und machen durfte.
auch wenn manchmal die Schuhgröße ein bisschen groß ist, in denen man läuft. Es gibt etwas, was man leicht finden kann in Malachi Kapitel 3, im letzten Buch des Alten Testamentes. Kann im Alten Testament auch etwas für uns heute stehen? Ich liebe das Alte Testament, denn es geht einem so nahe. Dann lesen wir mal was. Malachi Kapitel 3 wollen wir nicht über den Zehnten lesen heute, sondern über den Zeitgeist. Malachi Kapitel 3 ab Vers 13. Malachi Kapitel 3 ab Vers 13. Eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was bereden wir gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Haben wir das schon irgendwo gehört? Haben wir schon im Klassenzimmer irgendwo mal gehört? Was bringt es, Gott zu dienen? Zum Glück ist jetzt bald die Schule rum, oder? Und jetzt gehen wir in die Ferien und dann geht's auf. Aber was steht hier? Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn der Herrscher? Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch voran, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Ist es so heute? Umso frecher, umso dreister, umso gewalttätiger, umso mehr Erfolg, oder? Schaut es so aus? Aber das ist nicht unser Weg, Geschwister. Das ist nicht unser Weg, auf den wir uns bewegen sollen. Manchmal reizt einem schon zu sagen, hier so den Watschenbaum, kennen wir das? Wenn einer so einem richtig nervt und sagt, du, um was geht's? Es braucht mehr zu sagen nein, als dass es zu nehmen ist. Und jeder hat eine Schule, auch ich. Aber wenn es heute so ist, dass Mobbing, Ellenbogentechnik, Übervorteilen, Betrug und Lug Nummer eins ist, dann müssen wir uns nicht wundern, denn was ist hier vorgesagt? Im Vers 16, da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten, und der Herr merkte auf und hörte, und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben, für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr der Herrscher, zum Eigentum sein, an dem Tag, an den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, hört, hört, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Leider tun wir zu oft verwechseln mit Dienen irgendwo, dass man irgendwo sich kasteit, dass man sich irgendwo was antut. Aber dem Herrn zu dienen, hat Noah dem Herrn nicht gedient? War Noah nicht bereit, Jahrzehnte etwas zu tun, ohne den Erfolg sofort auf dem Tablett zu haben? Wer ist heute noch bereit, eine Ausbildung bis zum Ende zu bringen? Wer ist noch bereit, ein Gemeindeamt zu übernehmen? Wer ist noch bereit, etwas zu übernehmen, was nicht so aktuell ist? Vorne anstehen ist doch schön. Aber eine Aufgabe zu übernehmen, die keiner haben will. In Bogenhofen wird bestimmt genug Älteste sein. Diakone, Sabbatschulleiter wird dreifach, vierfach besetzt sein, oder? Wunderbar. Ja, Freile, warum nicht? Bei der nächsten Gemeindewahl bin ich bereit, ein Amt zu übernehmen oder nicht? In meiner Jugendzeit, und Zeitzeugen sind sogar heute hier, durfte ich etwas erleben in der Jugendgruppe. Da wurden wir gefragt, ob wir mal Jugendlektion halten. Jugendgruppe, Jugendlektion? 3 Monate vorher habe ich schon mal zugesagt. Ja, 3 Monate habe ich doch lang Zeit, mich vorzubereiten. Wisst ihr, wann ich es gemacht habe? 1 Woche vorher, oder? Ja. Man schiebt und schiebt und schiebt. Und wenn man dann da in der Jugendgruppe oben sitzt, lauter Gleichgesinnte, man will es ja nicht planieren, an dem Freitag vorher, Freitagabend vorm Sabbat.
Und als mein Papa dann da stand und hat eine Jugendsektion verbraten, das war ja Katastrophe, das vergisst man bis heute nicht. Aber heute ist es zur Ehre des Herrn und dem Herrn sei Dank, für mich eine Ehre voranzugehen. Aber das erste Mal den Fuß ins Wasser zu setzen, sagen, ja, ich bin bereit, eine Jugendlektion zu übernehmen, in der eigenen Jugendgruppe. Sind wir das? Katastrophe. Das hängt mir heute noch in den Kopf. Aber never, never, never give up. Wenn wir wollen, dass sich was verändert, fangen wir immer dann beim Nachbar an, beim Lehrer, beim Gemeindeältesten, beim Prediger. Wer ist denn die Gemeinde? Haben wir uns das mal gefragt? Sind wir die Gemeinde oder immer die anderen? Wenn mir da vorne was nicht passt, dann ist das naheliegend zu sagen, du, ich setze mich selber mit ein, ich bin bereit, zur Ehre des Herrn was vorzubereiten, zur Ehre des Herrn was zu bringen. Danke für das Musikstück. Sind wir bereit, selbst Gemeinde zu sein? Wenn wir uns selbst einbringen, dann ist auf einmal ein Fehler oder irgendwas, was nicht ganz so ist, kann uns genauso passieren. Wo ist das Problem? Wir sind einfach dabei. Ist doch schön. Wir sind alle Menschen. Ich mache die meisten Fehler. Ich stehe mir am meisten oft im Weg. Man merkt es nicht einmal. Da gibt es Mitarbeiter und Freunde, die mich oft daran erinnern und sagen, du Gerd, pass auf. Und es ist gut so. Aber den Unterschied sehen, sich zu entscheiden, jeden Tag aufs Neue. Der Malachi zeigt uns, wie es in der heutigen Zeit zugeht, dass wir oft denken, wie lange dauert es denn noch? Was hat das für einen Sinn? Wenn man Jahrzehnte wartet und es tut sich einfach nichts. Als junger Mensch stelle ich eine provokante Frage. Kann man schon als junger Mensch für seinen Ehepartner beten, ohne ihn zu kennen? Das beste Gebet ist immer, lieber Heiland, der soll so und so ausschauen, der soll das verdienen und der soll das haben und das Auto und flott und dies und jenes. Oder das beste Gebet. Aber zu beten, Herr, verändere mich, dass der Herr mich bereit macht, mal passend zu machen für den, den ich noch nicht kenne, das betet man nicht gern, oder? Es ist immer schön, dass der andere alles machen soll. Der andere soll doch perfekt sein, dann passt er für mich. Leider gibt es den gegossenen Menschen noch nicht. Aber was halten wir davon zu beten? Herr, mach du mich bereit für den, der du für mich vorbereitet hast. Wäre das ein anderes Gebet? Herr, mach du mich bereit für die Zeit, wenn wieder Gemeindewahl ist, dass ich eine Aufgabe bekomme, auch wenn ich mir nicht beredet bin, auch wenn ich nicht da vorne stehen kann und habe wackelige Beine und weiß nicht, wie es gehen soll. Und wenn ich auch einen Fehler mache bei irgendetwas, doch kein Problem. Fehler sind schön, denn damit wachsen wir. Wisst ihr, was das Thema ist? Hinzufallen ist keine Schande nicht. Aber nicht wieder aufzustehen, das geht überhaupt nicht. Hinzufallen passiert jedem. Aber nicht wieder aufzustehen, das geht nicht. In Jakobus, Kapitel 2, Vers 8. Jakobus Kapitel 2, Vers 8. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn man schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und man ist noch jung, dann erlebt man trotzdem Dinge, die einem oft wehtun. Wenn einer einem so richtig einschenkt und Dinge wegnimmt und man hat einen Niedergang, dann ist nicht schön zu erleben, wenn es einem nicht gut geht. Sind wir bereit, auch dem anderen zu vergeben?
Wollen wir, dass der Herr uns eine Sünde vergibt? Wollen wir, dass der Herr uns entgegenkommt? Wollen wir, dass der Herr uns die Hand entgegenstreckt und sagt, er hat uns lieb? Wenn wir erwarten, dass Gott uns vergibt, warum vergeben wir dann unserem Widersacher nicht? Wenn man im Geschäftsleben ist, da passiert ja schon mal da und hin und da, dass man übervorteilt wird. Dass man Dinge erlebt, die nicht so schön sind. Man nennt sie geschmackig. Ob einer einem im Geld ein bisschen über den Tisch zieht oder einen meint, er muss einem ein bisschen nahe treten, dem Herrn sei Dank, dass es nicht passiert ist. Oder andere Dinge im Geschäftsleben nach vorne kommen. Ich sage es immer so schön, in Italien nennt man es wie? Mafia. Bei uns nennt man es Seilschaften, hört sich besser an. Und dann stehst du so im Leben drin und kriegst es mit. Auf was schaust du? Was ist dir wichtig geworden? Ist es wichtig, unser jesuitisches Schulsystem zu haben, der Erste, der Beste und Sonstiges? Oder ist es wichtig, sagen, hier das Herz am richtigen Fleck zu haben und geerdet zu sein? Und eins muss ich euch allen auch mal mitgeben, die ihr Schüler sein dürft. Man kann auch Geschäft machen, ohne dass man einen Titel hat. Wenn der Herr die Hände segnet. Ich bin vor guten 20 Jahren gefragt worden, wo ich mal eine negative Zeit hatte, wo mal die Füße nass geworden sind. Ja? So. Da hat einer gesagt, du gehst zu den Behörden und machst eine auf sozial. Da habe ich gesagt, nee. Solange der Herr meine Hände segnet und zur Ehre des Herrn darf ich Danke sagen, werden diese Hände arbeiten und die Gnade erleben. Und mir geht es heute besser als vor 20 Jahren. Dem Herrn sei Dank. Sind wir bereit, auch 10 Jahre, auch 20 Jahre, auch länger etwas zu ertragen im Gebet, im Leid, im Alltag, ohne immer gleich Erfolg zu sehen? Muss ich immer alles gleich wenden? Muss immer gleich die Schublade auf und zugehen heute? Wenn irgendwas nicht passt, sofort tschüss, weg, das Nächste. Ist es so? Allzu oft. Lass uns doch zusammenstehen und schauen auf das, was wichtig ist. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Früher habe ich gedacht, das ist kein Problem. Als junger Mensch habe ich mal die 10 Gebote gelesen und habe gesagt, du, was ist denn das für ein Problem? Da steht doch nichts Schlimmes drin, oder? Nicht stehlen, nicht lügen, nicht falsch Zeugnis reden, der Sabbat und die Frauen und was alles so ist. Okay, alles kein Problem, oder? Und wie oft haben wir im Kopf schon gesündigt? Wie oft haben die Hände schon gesündigt? Wie oft sind die Füße schon verkehrt gelaufen? Herr, sei mir Sünder gnädig. Und auf unsere Urlaubsreise, die jetzt losgehen wird für viele, möchte ich etwas mitgeben. Vielleicht gibt es da mal so eine Bank oder einen Wurzelstock oder einen Stein, auf dem wir uns setzen können. Gibt es sowas? Der eine fährt ferne, der andere bleibt in der Nähe. Der andere bleibt zu Hause, macht auch nichts. Balkonien ist auch schön. Aber wenn wir uns mal wohin setzen, mal eine ruhige Minute haben, wann haben wir uns das letzte Mal dem Herrn geweiht? Wann haben wir uns das letzte Mal dem Herrn übergeben? Wir erwarten Segen vom Herrn und was machen wir? Wann waren wir das letzte Mal still und haben uns auf einen Stein, auf einen Wurzelstock, auf eine Bank gesessen, im Sand uns niedergesessen und haben gesagt, Herr, hier bin ich. Der Herr kann nicht versucht werden und er versucht niemanden zum Bösen. Und an wem liegt es? Heute früh war es ein bisschen so verregnet noch gewesen und diesig und auf einmal kam die Sonne raus. Wenn wir uns vorstellen, dass der liebe Heiland uns die Hand entgegensteckt durch die Wolken, an wem liegt es? An ihm oder an uns? Er steckt die Hand entgegen. Kann es sein, dass ich oft viel zu arg Depri bin oder beschäftigt bin und nicht weiß, um was es geht und sage hier, ich mag nicht, ich kann nicht, es geht nicht, es funktioniert nicht, die Behörden, der Lehrer, die Schule, mein Nachbar, ei. Kann es sein, dass es mehr Gründe gibt, nach unten gezogen zu werden als nach oben? Da hier viele junge Leute sind, können wir einen Test machen mal. Wenn ihr einen Tisch habt und setzt einen Gleichaltrigen auf den Tisch oben drauf und einer sitzt unten, was ist leichter, den Gleichaltrigen vom Tisch runterzuziehen oder dem
Gleichaltrigen von unten nach oben zu hieven. Was denkst du? Die Schwerkraft, oder? Sehr gut, nach unten zu ziehen. Ist das so im Alltag? Ist nicht eher, dass es negativ einem runterzieht, einen mitnimmt, als umgekehrt? Deshalb, was bleibt uns übrig, Geschwister? Sind wir uns bewusst, uns auf die richtige Seite zu stellen? Wenn wir uns nicht entscheiden, was passiert dann? Auf welcher Seite sind wir dann? Wir kennen doch alle eine Batterie. Motor, brumm, brumm, ohne Batterie geht's nicht. Habt schon mal einen Schraubenschlüssel auf die Batterie Plus und Minus gelegt? Psst, darf man nicht. Also entweder pappt fest und macht die Batterie wusch oder er fliegt. Machen wir bitte nicht. Wenn du das mal sehen würdest, dann passt irgendwie Plus und Minus nicht zusammen, oder? Und wenn es einen Gott gibt, dann gibt es auch einen. Ach nee, Satan? Was ist denn das? Wenn es hoch gibt, dann gibt es auch nieder. Wenn es links, dann gibt es auch rechts. Ach nee. Also wenn es einen Gott gibt, gibt es auch einen Satan. Das ist die Frage doch für mich, wo stehen wir heute? Wo stehen wir die nächsten 8 Wochen Ferien? Wo stehen wir, bis wir uns wiedersehen hier? Wo stehen wir, wenn wir uns auch hier nicht mehr wiedersehen und geht ins Berufsleben? Vielleicht sehen wir uns auf der neuen Erde wieder. Schön, dich wiederzusehen. Aber die Entscheidung liegt bei wem? Bei dir und bei mir. Sind wir heute noch gewollt, eine Entscheidung fürs Leben zu treffen? Und da könnte man viele Beispiele bringen, aber wir haben heute nur Noah angeschaut, nur den Malachi angeschaut. Zu entscheiden, auf welcher Seite wir stehen wollen. Lasst uns doch eine Entscheidung treffen fürs Leben. Lasst uns die Entscheidung treffen. Und zur Ehre des Herrn möchte ich bezeugen, auch wenn viele nasse Füße dabei waren in meinem Leben, all die Erfahrungen, die ich machen durfte, sollen dafür Zeugnis sein, dass ich mir bewusst werde, mich auf des Herrn Seite zu stellen. Wollen wir uns alle heute auf des Herrn Seite stellen? Aufs Neue die Entscheidung treffen? Ja? Was steht dagegen? Sollen doch alle Engel und Wesen im Himmel sehen, dass ich mich auf die richtige Seite stelle. Und ich danke für die Taufe heute, wenn sie stattfinden darf. Ja? Die Taufe heute, dass alle meine Freunde, dass alle meine Geschwister, dass alle meine Nachbarn, dass alle Wesen im Himmel, dass alle Engel, dass alle, die auf uns schauen, was wissen? Wer ist unser Herr? Jesus Christ. Ist es so? Damit ist es doch gut, wenn wir die Hand hochheben und sagen, Herr, ich will zu dir aufs Neue. Ich will die Entscheidung heute aufs Neue treffen, auf die richtige Seite mich zu stellen, auf das Herrn Seite. Denn Strafuzzi läuft die ganze Woche. Der sorgt schon um uns. Wie wichtig ist es, heute zu sagen, Herr, aufs Neue möchte ich mich dir weihen. Ob getauft oder nicht. Zu sagen, aufs Neue, Herr, hier bin ich. Und mein Leben soll dafür Zeugnis sein. Und mein Weg heute hierher war dafür. Dass wir aufs Neue uns entscheiden, wir haben nicht die Zeit, um viele Erfahrungen auszutauschen, vielleicht ein andermal. Aber ein Leben mit Gott, das ist lebenswert, Geschwister. Gott mit uns. Amen.